Das Schöne, wenn man in Pattaya lebt, ist ja, man kann hier wirklich fast alles erleben. Man kann seine Neugier befriedigen. Und die Zuschauer, die mich so ein bisschen kennen, die wissen, mit manchen Themen fremdlich so ein bisschen. Aber dann trifft man immer wieder nette Leute, die einen auch über Dinge, Informationen und Auskunft geben können, die ja vielleicht für den einen oder anderen Zuschauer genauso spannend sind wie für mich, aber man sich noch nie getraut hat zu fragen. Damit sage ich Hallo Klaus, schön, dass wir heute bei dir hier sein können, um mal das ganz spannende Thema Gentleman's Club anzusprechen. Hallo Frank, freut mich, in deiner Sendung zu sein. Ja, du hast uns ja hier freundlicherweise zu dir eingeladen. Wir dürfen in deinem heimischen Wohnzimmer hier ein bisschen mitdrehen, zumindest audiotechnisch, was gut ist. Dann haben wir das also auch gleich mal so aus deinem privaten Erleben. Mein persönlicher Eindruck ist ja eher so, wenn wir über Deutsche reden, über Österreicher, Schweizer, die wir auch auf unserem Kanal hier erreichen mit unseren Videos, dass die eigentlich eher immer so die Mädels in Bars reden, vielleicht noch jemand online kennenlernen. Aber das Thema Gentleman's Club kommt aus meiner Sicht so gut wie nie vor. Während, wenn ich auf englischen Kanälen schaue, dort ist das ein absolutes Thema. Dort sind die Leute immer dabei und die diskutieren dort drüber, kennen dort die Preise, kennen die Locations und so weiter. Hast du eine Idee, warum das so ist? Also ich denke, dass Gentleman's Club eine andere Preisklasse haben und vielleicht liegt das daran. Nun wärst du aber nicht die deutschen Zuschauer hier über einen Kamm scheren und sagst, die haben alle keine Kohle. Das ist natürlich sicherlich falsch. Nein, das möchte ich damit gar nicht sagen. Aber ich denke, dass vielleicht Amerikaner oder Engländer, vielleicht auch Australier, einen ganz anderen kulturellen Hintergrund haben. Und vor allem die Engländer, denke ich, gerne in Clubs gehen. Ich meine, die Clubs, vielleicht haben das ja sogar die Engländer erfunden. Ja, ich habe immer so eine Vorstellung gehabt, wie aus meinem in Anführungsstrichen früheren Leben. Nach der Arbeit gehst du dann mit den Kollegen auf einen gepflegten 47 Jahre alten South bla bla bla, irgendwas Whisky, in angenehmer Atmosphäre. Vielleicht eine Zigarre rauchen, vielleicht nette Umrandung mit ein paar netten Damen, die vielleicht nicht aufdringlich sind, aber einfach als schmückendes Beiwerk. So einen Abend halt nett ausklingen lassen, dann redet man über die wichtigen Dinge des Lebens. Sicherlich, in meinem Fall war es meistens über die Arbeit, aber das waren so die Dinge, ja, die ich mit so einem Club in Verbindung bringe und halt, ja, vielleicht ist das ja hier in Thailand ähnlich. Was mich betrifft, kann ich dir nur zustimmen, denn ich finde es sehr langweilig, in irgendeiner Bierbar zu hocken, auf einem Barhocker, und dann sieht man Leute, die immer da sind, wenn ich auch da bin. Ja gut, dann schließt man aber Freundschaften, oder? Das Thema hatten wir ja auch vor kurzem auf dem Kanal. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, das ist bestimmt, macht das Spaß ab und zu, aber auf Dauer will man vielleicht auch mal was anderes erleben. Und dann kann man in einen Gentleman's Club gehen. Da sind die Frauen meist besser angezogen. Das ist aber schade. Die Atmosphäre ist gediegener. Und meistens sind das ja Clubs in geschlossenen Räumen. Es gibt also eine Klimaanlage. Okay. Ja, und dann kann man sich auf ein schönes Sofa flätzen und auf die Dinge warten, die da kommen. Jetzt ist es bei den Bars natürlich so, okay, jeder hat so seine Stammbar, die er kennt von 1990 noch. Wenn die nicht mehr da ist, dann ist natürlich schwierig. Aber ansonsten, da eine Bar zu finden, ist ja relativ einfach. Gerade hier in Pattaya gehst du ja nur durch zwei Straßen und schon ist die Sache erledigt und du findest bestimmt irgendwas, was dich anspricht. Wie findet man denn so einen Club? Ja, da muss man sich natürlich erkundigen, wo einer ist. Also manchmal kommt man ja an einem vorbei. Und wenn man neugierig ist, kann man ja reingehen. Wenn man eine gewisse Schwellenangst überwindet, denn meistens sind die ja verbarrikadiert mit Guckloch. Und dann muss man klingeln und dann guckt erstmal einer, wer ist da? Sind das vielleicht die Polizisten, die gerade eine Razzia machen? Aber nein, wenn ich dann da vor der Tür stehe, dann geht sofort die Tür auf und ja, dann rein ins Paradies. Ja, siehst du, und das ist genau die Hemmschwelle, die ich vorhin meinte. Man sieht manchmal an großen, luxuriösen Villen 50 Motorräder, Mopeds vor der Tür geparkt, wo du denkst, was machen die denn da?
Aber dann, wie gesagt, gedämpftes Licht, kleiner Spion. Also, ach, das könnte so etwas sein, weil ein großes Schild draußen oder dass die Mädels vor der Tür rumlungern, das wird eher nicht passieren dort, oder? Nein, vor der Tür sitzt da niemand. Also da muss man einfach wissen, wo ist der Club, wo kann ich klingeln und ja, und dann kann man davon erfahren, über Freunde, Mundpropaganda oder Internet. Der berühmte Pattaya-Taxifahrer würde dich eventuell dort auch hinlotsen können? War mal mit einem Freund unterwegs und der kannte schon einen Club in Jomtien. Ja, da wollten wir dann hin und dann hat er zu dem Motorrad-Taxifahrer gesagt, wir möchten zu dem Gentleman's Club in Jomtien. Naja, der hat doch nur Bahnhof verstanden. Das heißt also, die berühmte Information aus dem Internet wäre hier deutlich hilfreicher. Kann man einen Namen nennen oder sind die wirklich so geheim, dass man da nicht mal sagen kann, okay, der Club heißt Club Aphrodite oder so? Ja, das ist ja ein ganz toller Name. Ich denke schon, man kann Namen nennen, aber ich will jetzt ja keine Schleichwerbung machen. Sehr diplomatisch. Weil das ist dann auch wieder, vielleicht ist es deswegen auch unter deutschen Zuschauern von Thailand-Kanälen nicht so verbreitet, weil jeder möchte dann so ein bisschen seine Ding wieder für sich selbst behalten und das gar nicht in die Öffentlichkeit raustragen. Während du eine Bar auf den berühmten Straßen, ja gut, das ist kein Geheimnis, da läuft jeder dran vorbei, das ist dann kein Geheimtipp mehr. Ja, belassen wir das dabei. Also derjenige, der sich dafür interessiert, der würde sicherlich auch was finden. Da bin ich ganz sicher. Man muss nur mit offenen Augen durch die Gegend laufen oder Freunde fragen. Irgendeiner wird schon was wissen. Oder irgendeiner kennt einen, der jemanden kennt. Das heißt, wenn man möchte, wird man auch irgendwas finden. Oder nach dem ganz alten Motto, wo ein Wille ist, ist auch ein Gebüsch. Ja, wenn man das als Gebüsch bezeichnen will. Wobei als Tipp würde ich vielleicht noch sagen, ja, dass es in der Dark Side ganz viele Gentleman-Clubs gibt. Ja? Also in Pattaya jenseits der Sukhumvit Road. Ja, da kommen natürlich auch wieder, zumindest wieder mein Eindruck, unsere Zuschauer nicht so wirklich hin, weil die dann halt doch mehr im Innenstadtbereich bleiben. Natürlich auch klar, fußläufig locker alles zu erreichen, braucht man nicht weit fahren. Weil zur Dark Side wäre schon Moped, Auto oder halt Taxi oder Moped-Taxi anzuraten, oder? Ja, anders ist da ist nichts zu machen. Also bis Sukhumvit kommt man zu Fuß, dann kann man ja noch über die Brücke gehen, über eine der Brücken auf die andere Seite. Aber dann ist alles sehr, sehr weitläufig. Deswegen braucht man ab da spätestens ein Taxi, wenn man zu Fuß unterwegs sein sollte. Dann kommt man natürlich auch gleich stilvoll an, als wenn man da mit seinem eigenen Moped da irgendwie aufschlägt. Vielleicht Stil ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Kleidungsordnung in den Bars, was man so auf der Straße sieht, ist ja manchmal ja von den Gästen da gewöhnungsbedürftig, sage ich mal vorsichtig. Wie schaust du denn in so einem Club aus? Was muss ich denn da anziehen? Nein, da muss man sich nicht rausputzen oder fein machen. Ich würde aber mal empfehlen, sich zumindest ein T-Shirt anzuziehen und nicht mit freiem Oberkörper in so einen Club zu gehen. Außerdem, wie gesagt, sind die klimatisiert und dann kann es auch ziemlich kühl werden. Außerdem wollen ja die Mädels bestimmt auch was haben, was sie dir ausziehen können. Ja, das macht man mehr Spaß, glaube ich. Das ist doch zu zweit viel interessanter. So, jetzt komme ich dort an, bin dort in bester Feierlaune. Was erwartet mich denn hinter dem Guckloch, hinter den verschlossenen Türen und den hohen Hecken? Also, wir fangen mal mit dem Club in Jomtien an, zu dem ich meinen Freund mitgenommen hat. Wir standen also vor der Tür, die Tür ging dann auf. Wir wurden hereingebeten und das war ein ziemlich großer Saal, würde ich mal sagen, mit einzelnen Nischen und mehreren Sofas, einer Bahn, die man sich setzen konnte. Und da waren etwa, wir waren tagsüber da, ich würde sagen, es war so 2 oder 3 Uhr nachmittags, da waren vielleicht 5, 6 Gäste da, die an Tischen saßen und da stünden circa 20 Hostessen, die da gearbeitet haben. Das heißt, man hat hier also schon vernünftige Namen für die Mädels gefunden. Ja, ich würde mal sagen, dass das doch ein sehr diplomatischer Ausdruck ist. Die Mädels sind vielleicht aber auch
ein bisschen besser schon drauf. Das heißt, man könnte mit Englisch auch dort deutlich weiterkommen, wenn man ein gutes Gespräch führen möchte? Oder ist es ähnlich dem Level, was man auf der Straße trifft? Ich denke doch, dass die schon besser Englisch sprechen, ja. Ich nehme mal an, dass das vielleicht sogar eine Voraussetzung ist, da arbeiten zu dürfen. Das heißt, die Casting-Geschichte ist dann halt da noch mal ein bisschen härter. Ja, die müssen da wohl ein Casting durchlaufen. Auftreten, Kleidung und Sprachkenntnisse. Die erinnern mich eher an diese Escort-Girls, die man in Deutschland buchen kann. Ja, dann lächelst du mich an. Frag mich mal. Die Sendung heißt hier, ich will's wissen. Das bedeutet nicht, dass ich es schon probiert habe. Aber wenn du das so sagst, glaube ich dir das. Ach so, ich dachte, du lachst mich jetzt auch so an, weil du mir jetzt etwas über deutsche Escort-Girls erzählen wolltest. Wird schwierig. Da war ich zu jung, zu unschuldig und zu arm. Ja, dann ist man natürlich da in netter Begleitung. Ich gehe mal aus von gedämpftem Licht, launchiger Musik. Die Getränke fließen im Pappbecher oder in Kaffeebechern? Nein. In Kaffeebechern? In Pappbechern? Nein, nein, das ist doch alles glücklich. Also da sind Bars mit ganz vielen Flaschen mit Getränken, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und natürlich gibt es auch das ganz normale Leo-Bier. Klein, groß wohl eher nicht, aber eine kleine Flasche auf jeden Fall. Wird dann mit Glas serviert und dann, ja, es kommt auf die Clubs drauf an, aber meistens ist es wohl so, dass man nicht alleine da sitzen wird für lange Zeit. Ja? Also kaum hat man sein Getränk bekommen, ist auch schon die Begleitung da. Jetzt ist das Getränk schon mal auf der Rechnung. Hast du noch grob im Kopf oder könntest du uns grob sagen, was das Bier dort kostet? Weil das Bier an der Bar auf der Straße, die Preise kennt man. Also direkte Preise kann ich nicht nennen, aber es ist natürlich etwas teurer als in den Bierbars. Diplomatische Antwort, wie immer. So mögen wir die Gentlemans. Ihr hört das, liebe Zuschauer, Geld spielt da erstmal die sekundäre Rolle. Es geht wahrscheinlich eher um das Erleben. Und wenn du jetzt das netteste Mädchen aus dem Club dort ja, an deiner Seite hast, was kann man machen, außer nette Gespräche über Aktienkurse, Bitcoins, Immobilienanlagen und so weiter? Über was kann man denn sprechen mit denen? Ja, also ich würde sagen, man kann doch, die Gespräche sehen doch genauso aus wie mit den anderen Mädels auch. Nur, dass die vielleicht das alles etwas besser verstehen. Aber ich würde jetzt nicht mit denen über das NASA-Weltraumprogramm reden wollen. Das heißt, die üblichen Fragen, wo kommst du her, wie lange bleibst du, hast du eine Mia? Ja, das werden sie wohl nicht fragen, weil das ist kontraproduktiv. Das wird schon gefragt, aber erst in einem späteren Stadium der Bekanntschaft. Das heißt, sie werden sich irgendwann auch in dich verlieben? Das ist auch schon passiert, ja. Jetzt hast du mit dem Mädel einen ganz guten Draht gefunden. Sie ist aber nicht die einzige in dem Club. Es gibt natürlich da mehrere. Kann man denn da am Abend auch einfach so durchmischen oder rummischen, wie man das gerne hätte? Na, das ist natürlich ein bisschen schwierig und das ist auch unhöflich. Wenn man schon mit einer in Kontakt ist, soll man die dann einfach wegschicken? Ja, das war jetzt eine rhetorische Frage. Soll ich sie einfach wegschicken oder? Na, das ist einfach zu unhöflich. Und da das ja Gentleman's Club ist und ich mich selbst auch als Gentleman bezeichnen würde, würde ich sagen, ich könnte das nicht. Das ist richtig gemein. Ich weiß doch aber von einem Freund, der hatte sich den Barman zugelegt, der nannte sich Hugo. Ich weiß nicht, wie er auf Hugo gekommen ist, aber wenn er das auf Englisch ausgesprochen hat und sie hat nach seinem Namen gefragt, dann hat er immer Hugo gefragt und dann ist sie da und die hat sich gewundert, warum er immer allein da saß. Und das sind so Sachen, man kann die nicht wegschicken, weil die dann wirklich sauer wären. Aber ich kann am nächsten Tag kommen und dann die nächste mich bezirzen lassen. Ja, aber da haben die auch irgendwie einen Code. Das ist wie, also wenn du dich in einer Bar mal einmal für einen entschieden hast, dann wird die immer wieder zu dir zurückkommen. Also wenn du das nächste oder übernächste Mal dahin gehst. Und wenn du dann sagst, ich möchte heute aber eine andere, dann gefällt den Mädels das gar nicht. Das kannst du vielleicht einmal machen, vielleicht zweimal. Aber wenn du mit 4 oder 5 aus derselben Bar zusammen warst oder aus demselben Club, dann wird keiner mehr mit dir reden. Dann sitzt du wirklich alleine gar. Haben ja mehr Tabus als die eigene Ehefrau.
Ja, vor allem, weil die ja, weiß ich nicht, wenn es gut kommt, 5 Männer pro Tag haben. Wenn der Mann mal in einem Monat 5 verschiedene Frauen hat, dann wären sie sauer. Das soll mal einer verstehen. Frag mich, ich bin frisch mehr oder weniger verheiratet. Ich verstehe die Frauen sowieso nicht, Thai-Frauen insbesondere nicht. Aber das ist nicht weiter wichtig, weil es gibt ja auch ein bisschen Spaß im Leben. Man muss das vielleicht auch nicht alles so verstehen. Wo wir jetzt gerade so viel über die Mädels reden, gibt es denn auch was zu essen? Ja, es gibt ja auch noch ganz andere Bars. Also vor allem Darkside. Also Darkside unterscheidet sich von dem inneren Stadtbezirk von Pattaya dahingehend, dass es meistens geschlossene Bars sind, also quasi wie ein Gentleman's Club. Die machen schon mittags auf und abends machen die zu. Weil die Kundschaft, die Klientel, ganz andere, die Gäste, die leben in Pattaya, die haben eine Mia und die gehen dann tagsüber, wenn die Mia arbeiten muss, gehen die in die Bar und sind dann zu Hause abends, wenn die Frau nach Hause kommt. Ja, das ist natürlich eine sehr clevere Geschäftsidee dann, also auch einen Service zu bieten zu den Zeiten, wo der Mann ja auch mal sich wegschleichen kann. Sehr, sehr interessant, gut zu wissen. Das heißt, die Öffnungszeiten werden nicht bis in die Puppen sein oder gibt es auch solche Art von Clubs? Ja, solche Clubs gibt es auch, aber ich würde immer sagen, dass die überwiegende Mehrzahl der Clubs oder Bars in der Darkside abends machen die Feierabend, so um 6, 7 ist Schluss. Das ist unglaublich, aber es ist so. Und dann könnte man ja, wenn man dort ist, wenn man dann immer noch nicht genug hat, zur Seeseite wechseln, wo hier dann die Bars gerade aufmachen. Ja. Wo du dann aber sicherlich ein großes Gefälle hast im Punkte Qualität, Quantität nicht, aber Qualität. Während du vielleicht auch bis 18 Uhr am Champagner genippelt hast, kriegst du denn das Leo für? 50 Baht. Ja, das ist natürlich Unterschied, oder? Das ist ein großer Unterschied, aber ja, man hat eben nicht diesen Luxus. Anders kann ich es nicht beschreiben. Okay, nehmen wir mal einen Gentleman's Club, der mich besonders beeindruckt hat. Der war in der Nähe von Mat Prachan Lake. Also da sieht man schon, wie weit das weg ist. Das ist nämlich wirklich im Stück. Und das war wie so ein Feriendorf war das aufgebaut. Das war eine riesen Anlage mit Bungalows, mit einem großen Swimmingpool, mit Küche, mit Speisekarte, Restaurant, allem drum und dran. Da konnte man richtig Urlaub machen. Und als Zugabe, da waren die Mädels. Die dann in der Anlage im heißen Bikini rumgelaufen sind? Die sind wirklich in Bikini rumgelaufen und haben im Pool gespielt. Und ja, es war, das ist ein unglaubbares Erlebnis, da zu sein. Das bedeutet, das ist das Paradies für Männer, ohne dass du großartig was dazu tun musst, oder? Ich würde mal sagen, das ist das Paradies für Männer innerhalb des Paradieses, ja. Jetzt wird das Paradies sicherlich nicht kostenlos sein. Das heißt, nur die Preise, was die Mädels draußen auf der Straße aufrufen, hatten wir auf dem Kanal auch schon mal besprochen gehabt. Da hat ja auch jeder so seine eigenen Erfahrungen, was er zahlen möchte, was er zahlen kann, was er immer bezahlt. Die Diskussion ist ja seit Jahren und endlos. Wird dann in den Clubs auch über Geld gesprochen? Da wird sicherlich auch über Geld gesprochen und ich würde mal sagen, die sind schon ein bisschen teurer als die Bars. Die Barfein, die muss man natürlich auch zahlen. Die ist höher als in den Bars. Vielleicht kann man die so ein bisschen mit den Go-Go's vergleichen, würde ich mal sagen. So ungefähr. Ohne jetzt genaue Preise nennen zu wollen. Alles etwas teurer. Die Mädels gehen mit dir aufs Zimmer in dem Club oder musst du die mit rausnehmen ins Hotel, zu dir nach Hause? Ja gut, hier zu Hause wird es nicht gehen. Ich muss schon leise sprechen. Vielleicht nicht so gut, wenn jemand das mithört von den Nachbarn. Aber wäre sowas möglich oder wie läuft das ab? Wie ich bereits sagte, ja, manche sind ja wie eine Ferienanlage gebaut. Also die haben ja die Bungalows nicht aus Spaß dahingestellt. Natürlich kriegt man dann den Bungalow. Oder wenn es so ein kleinerer Club ist, ja, dann geht man ins Obergeschoss. Das ist dann so ähnlich wie in Soyo 6. Aber in der besseren Ausstattung, oder? Weil ich habe teilweise Bilder gesehen und auch Berichte gesehen. Also alles nur von Gehören, nur vom Hören sagen. Dass die Einrichtung da doch ein bisschen spartanisch ist, alles ein bisschen, ja, gerade in der Sol 6 ist ja vielleicht das nicht alles so ordentlich und luxuriös. Gibt es da Unterschiede? Mit Sicherheit, oder? Es gibt sehr große Unterschiede. Also Sol 6 ist
manche Bars da sind bestimmt nicht schlecht, aber andere, da geht man nicht nochmal hin. Und in den Gentleman-Clubs kann das nicht passieren, da ist alles picobello. So, das heißt, du kommst dort gestresst von der Arbeit hin, lässt dich verwöhnen, lässt dich entspannen und fährst dann ganz entspannt wieder nach Hause zur eigenen Mia und dann ist es dann völlig wurscht, ob sie dann noch ja, heiß am Abend ist oder nicht, oder? Ja, es kommt natürlich drauf an. Also wenn man so angeturnt ist von dem Club und dem Spaß und den Erlebnissen, dann hat man zu Hause gleich nochmal Spaß. Ja, liebe Zuschauer, das war mein exklusiver Einblick in einen oder in die Szene der Gentlemen's Clubs, die es hier auch in Pattaya gibt. Sicherlich nicht für jeden geeignet, sicherlich auch nicht für den schmalen Geldbeutel geeignet. Aber ich bin echt froh, Klaus, dass ich dich getroffen habe, dass du bereit warst, mir auch ein paar Fragen zu beantworten, weil dumm geht die Welt zugrunde. Man muss es ja einfach mal wissen, ob man das mitnimmt in der Zukunft. Ob ich mich da morgen in einem dieser Clubs wiederfinde, bezweifle ich mal. Aber es ist mal interessant, mal aus erster Hand zu hören, wie das so funktioniert. Und wenn man jetzt durch die Gegend fährt hier in Pattaya, öfter mal vor großen Villenanlagen viele Mopeds stehen sieht, dann weiß man, was dort abgeht. Ich sage herzlichen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Ich danke, dass ich bei dir zu Gast sein durfte in deinem Kanal. Liebe Zuschauer, wenn euch solche und ähnliche Inhalte hier aus Pattaya und Thailand interessieren, dann abonniert gerne den Kanal. Habt ihr Fragen zu all den Themen, die wir hier auf dem Kanal besprechen, schreibt die uns gerne unten in die Kommentare. Damit sage ich wie immer, danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.